Servus und herzlich willkommen zu einem Part von Alchemy Garden oder Alchemy Garden, wie auch immer. Jedenfalls, ich wollte mein Epic Special wieder machen am Sonntag. Allerdings ist das Spiel, was es gerade aktuell auf Epic im Epic Store gibt, nicht geeignet für eine neuere Windows-Version, sondern eben nur für Windows XP. Das habe ich halt nicht, ne? Und von daher kann ich dieses Spiel, das heißt, glaube ich, Zwei Brüder, kann ich leider nicht zeigen. Also von daher dachte ich mir, dann schaue ich halt mal meine Liste durch. Ich habe en masse Spiele und bin dann im Grunde gleich oben hängen geblieben bei Alchemy Garden. Und dann dachte ich mir, Mensch, das habe ich doch schon vor über einem Jahr mal angezockt. Mal gucken, was sich da getan hat. Und da hat sich gewaltig was getan. Also ich habe das Spiel tatsächlich vor 1,5 Jahren das letzte Mal als ein angezockt gebracht. Und es hat sich enorm viel getan, muss ich wirklich sagen. Und deswegen habe ich mich umso mehr drauf gefreut, das jetzt hier nochmal zu bringen. Ich schau mal, vielleicht werden es sogar 2-3 Parts, vielleicht werden es auch 4-5 Parts. Muss ich mal gucken. Es hat mir damals eigentlich schon recht gut gefallen. Allerdings, naja, vor 1,5 Jahren, da hatte ich noch nicht so viele Leute in der Community als Abonnenten. Und da kam natürlich relativ wenig Feedback. Es gab natürlich Feedback, ich soll noch mehr bringen. Aber es war einfach noch in einem viel zu frühen Stadion und da muss ich sagen, jetzt lohnt sich's auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich zeige euch den aktuellen Trailer von dem Spiel und danach werden wir einfach mal einsteigen in den Alchemy Garden. Also viel Spaß jetzt erstmal beim Trailer. Also als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir schon, wow, da hat sich ja wirklich vieles getan. Alleine schon die Blumen, dass die wesentlich besser ausschauen. Der Innenbereich von dem Gebäude schaut enorm gut aus. Und den Garten kann man auch jetzt noch viel größer anlegen. Also ich freue mich drauf. Optionen habe ich im Grunde schon mal durchgeschaut. Es ist auf jeden Fall ein deutsch erhältliches Spiel. Also in verschiedenen Sprachen, unter anderem Deutsch. Deswegen würde ich sagen, ich gehe jetzt mal raus mit der Kamera und dann starten wir einfach mal das Spiel. Ich weiß jetzt nicht, neues Spiel, ja klar, ich habe keinen Spielstand mehr da, ne? Neues Spiel, Ladenname, Alchemy Garden. Bobas. Alchemy. Machen wir so. Nee, dann, ich schreib schon richtig, Bobas. So, halt, was machst denn du? So rein, so. Alles klar, wir legen los. Bobas Alchemie. Ich bin mal gespannt, ob es auch einen Film gibt. Jahr 1, Montag 1, Frühling. Jawohl. Welcome home. In this little tutorial we will go over the basics of Alchemy Garden. Let's get started. Also in diesem kleinen Tutorial möchten wir über die Basis mal von dem Spiel schauen, also lasst uns mal anfangen. Ja, WASD, ganz normal. Oh, aber das Haus ist, glaube ich, noch so, wie es mal war. So ähnlich. Wood Brown, drücke E zum Interagieren. Olla! Ich kann die Farben sogar ändern und ja, das haut mich jetzt halt schon um. Kann ich das Bett auch? Standardbett, drücke E zum Interagieren. Halte E zum Aufheben.
Ui. Das finde ich cool. Ich kann die Möbel setzen, wie ich will. Ich will rausgucken, das geht aber nicht. Ich habe gesehen in dem... auf Steam eben, dass es hier... Ja, Workplace. Dass es sogar schon angekündigt ist, dass es einen Third-Person-Mode geben soll. Also der wird wahrscheinlich kommen. Vermutlich in der Alpha 3.3. Und wir sind jetzt in der Alpha 3.2.1. Freue ich mich auch schon. So, das ist dein Arbeitsplatz. Von hier kannst du alle Arten von Tränken machen und deine Produkte verkaufen. Oh, das ist auch nice, weil man hatte nämlich in dem Spiel, wo ich angezockt habe, ihr könnt es ja gerne mal bei mir im Kanal eingeben, Alchemy Garden, da, angezockt, da gab es zwar das Haus, ich konnte aber hier nichts verkaufen, sondern musste immer zum Marktplatz gehen. Da werden wir dann auch hinschauen. Ich blende mich jetzt mal wieder ein. Ich glaube, das passt sogar ganz gut vom Abstand. Okay. Lass uns deinen ersten Trank kreieren. Einen Trank zu kreieren, brauchst du Pflanzen. Die Pflanzen kannst du draußen eben finden oder mit Samen einpflanzen. So, geh raus, finde verschiedene Pflanzen und komm zurück nach Haus, um deine erste deinen ersten Trank herzustellen. Das Mindeste, was du brauchst, sind 3 verschiedene oder 3 gleiche. Aber du kannst auch so viele sammeln, wie du willst. Na, das ist doch schön. Ich sammle immer gerne so viel, wie ich will. Hölzerner Ladenaussteller, drücke E zum Interagieren. Gegenstände ziehen und ab... Oh, nice. Ich weiß auch, dass es noch von den Preisen her... Item, okay. Energy Level. Ah, mit Ding raus. Ich weiß auch, dass es von den Preisen immer so war, dass man einen Preis festlegen konnte. Dann haben sich die Kunden entweder gefreut oder sind wieder gegangen. Und dann musste man im Grunde so einen Mittelwert finden, dass man sagt, okay, jetzt habe ich den höchsten Preis raus, wo die Leute noch kaufen. Und wenn ich da noch eine Münze drüber gehe, dann wird nichts gekauft. So, das ist natürlich der Alchemietisch zum Dingsen. Heiltrank, okay. Gegenstände auf den Tisch legen? Ja, ich habe ja nichts. Also von daher, dann gehen wir halt mal raus und pflücken ein bisschen Zeug, ne? Oh, yes. Ja, oben links sieht man es ja. Oh ja, das ist wesentlich größer. Alter Schwede. Boden 2500. Ich kann also Land dazu kaufen. Ja, das konnte ich in dem anderen auch. Aber das war, glaube ich, noch sehr beschränkt. So, eh zum Interagieren. Willkommen bei Alchemiegarten. Grüße und willkommen bei Alchemiegarten. Du bist jetzt der Besitzer eines Alchemieladens und als solcher kannst du eine Vielzahl von täglichen Aktivitäten durchführen. Erkunden die Karte und suche nach Pflanzen und Materialien. Stelle ein breites Sortiment an Tränken her, die du in deinem Laden verkaufen kannst. Stelle deine eigenen Werkzeuge und Möbel her. Nimm Aufträge von den Dorfbewohnern an. Dekoriere deinen Laden und deinen Garten, um einzigartige Räume zu schaffen. Nimm an saisonalen Veranstaltungen teil, um Preise zu erhalten. Vielen Dank für dein Vertrauen in das Projekt. Mit deiner Unterstützung kann die Entwicklung des Spiels fortgesetzt werden. PS, hier sind einige Werkzeuge, die dir den Einstieg erleichtern werden. Ich hoffe, es gefällt dir. Mit freundlichen Grüßen, Ruben. Das Spiel kostet 9 Euro. Ich habe jetzt gerade vorhin nochmal nachgeschaut. Ich glaube, 8,99 Euro kostet das Game. Man kann sich ja gerne mal auf die Wunschliste packen, ne? So, ich lasse die Nachricht drin. Ich tue es jetzt nicht weg. So, dann Tab. Tab kann ich das hier. Eine Kupferhacke kann nicht verkauft werden. Hergestellt aus Kupfer. Mittlere Haltbarkeit zum Bearbeiten des Bodens. Das setzen wir gleich mal auf die 1. Das Kupferbeil. Beil aus Kupfer mit mittlerer Haltbarkeit. Nutze es, um Bäume zu fällen. Was sonst? Aus Kupfer mittlerer Haltbarkeit. Nutze sie, um Mineralien zu sammeln. Nice. Und eine hölzerne Gießkanne. Jawohl, kann natürlich verwendet werden, um deine Pflanzen zu bewässern. So. Wir haben hier J als Journal. Wöchentliche Aufgaben. Fähigkeitenbaum. Oh, den gab es auch noch nicht damals. Rezepte. Die ich halt dann lernen kann. Ne? Erholsamkeitstrank.
Salz, Merkur, Schwefel, Botanika. 34 verschiedene Pflanzen gibt's. Oder sind da die... Ne, das sind alles Pflanzen, ne? Nice. So, collect some plants. Kann ich hier Steine aufheben? Nein. Ich muss aber die Mausempfindlichkeit muss ich ein bisschen... Ups. Die Mausempfindlichkeit muss ich ein bisschen nach oben drehen. Ja, weil sonst bin ich zu langsam. So, lasset uns denn mal gucken und pflucken. Ups, schwemmt's mich jetzt weg? Da war doch eine Blume. Oh, was haben wir denn da? Mondhibiskus. Zum Ernten E drücken. Ah, drücken und halten. Neue Pflanze entdeckt. Mondhibiskus. Nice. Ich muss sagen, dass die Pflanzen auch definitiv besser ausschauen. Was haben wir denn da? Eine rosa Bohne. Neue Pflanze entdeckt. Mir gefällt auch die Grafik echt gut. Also die war damals schon so in der Art, aber jetzt mittlerweile wesentlich besser, muss ich sagen. Hammer ist das... Ist das Spiel gewachsen? Ihr merkt es, glaube ich, gerade, dass mich das jetzt ja total umhaut. Kann ich rennen? Oh ja, rennen kann ich auch. Wir können ja mal einen Baum zerlegen hier. Eiche, benutze ein Beil zum Fällen. Oh. Ui. Nice. Und der Baum ist früher auch nicht gefallen. Ja, da kann ich natürlich nichts mehr, ne? Was gefällt, ist es weg. Nochmal eine rosa Bohne. Was haben wir da? Mondhibiskus. Gib mir, wo bist du hingefallen? Oder habe ich schon jetzt zwei? Ja, ich habe ihn. So, oh. Ich möchte. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich möchte eigentlich jetzt noch gar nicht hin. Go back to your house and use the alchemy table. Ja, okay. Flop. Ah, wir sind jetzt halt quasi in der Stadt. Nice, nice. Moment. Ich meine, die Dinger wachsen ja nach, ne? Also von daher. Man sieht aber auch, dass die Axt beim dritten Baum jetzt halt schon die Hälfte nur noch hat. Aber wir brauchen auf jeden Fall Holz. Zumindest damals habe ich Holz gebraucht, um auch den Ofen anzuheizen. Kann ich das auch abbauen? Schauen wir doch mal. Nein. Na gut, schau, drücke F, um das Raster umzuschalten. Ach so, weil ich jetzt gerade die Hacke-Dingsbums da in der Hand habe. Oh, und die Leute schauen auch ganz anders aus. Ja, ist das nice. Drücke E zum Interagieren. Manchmal dekoriere ich die Torten mit Rosenblättern, denn das gibt ihnen eine besondere Note. Man kann viel von Pflanzen lernen. Hallo? François Taupe. Ich spreche jetzt nicht mit allen, ne? Das ist klar. So, es muss hier auch Shops geben, verschiedene. Ich weiß nicht, hier kommt man nicht rein. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich irgendwie hier rein bin und dann stand hier nur ein Tisch. So, wöchentliche Aufträge. Neuer Auftrag. Einer der Dorfbewohner benötigt einige Gegenstände. Wenn du diese vor Ablauf der Frist lieferst, erhältst du eine Belohnung. Angefordert von Hans Oldbrush, endet am Montag 8
Frühling. Benötigte Objekte Erholsamkeitstrank und Heiltrank. Das schließe ich jetzt erst einmal, auch wenn es 1237 Gold gibt. Das ist der Dorfbaum. Ich hätte zu gern einen Dorfbaum bei mir auf Medieval. Wir schauen uns natürlich noch ein bisschen um. Wir wollen ja noch ein bisschen was sammeln. Irgendwo muss da, das da müsste ein Felsen sein hier. Bestimmt, oder? Moment, schauen wir mal. Nein? Schade. Gehen wir mal nochmal zurück hier. Das ist auch nichts. Aber es gibt hier Läden, auf jeden Fall. Ach, da haben wir einen Händler. Und da haben wir einen Händler. Also, was bist du? Furniture-Vendor, also Möbel. Ein Möbelshop. Und der verkauft mir auch Steinbeile. Steinbeil, Kupferbeil, Eisenbeil, Steinspitzhacke. Ja gut, Steinbeil, Eisenbeil, das ist schon ein enormer Unterschied, ne, muss ich sagen. So. Nutzen, eine Werkbank, Holztruhe, Lager, hölzerne Lagertruhe. Ladenausstellung, Ausstellungsding, Komfort, Holzbett. Da kann man schon da irgendwas zusammenbringen, ne? Tschüssikowski. So, was kann ich bei dir kaufen? Seed Vendor, also ein Samenhändler, die hat Kleeblätter in ihren Augen. Mondhibiskussamen, Krähennestsamen, Gänseblümchensamen, Werkzeug hat die auch. Steinhacke, Kupferhacke, Eisenhacke, Gießkanne. Ja, die Sachen gehen halt kaputt, ne? Ist das Problem. Eichensamen, Zypressen, Magnolien. Oh, da, Wahnsinn. Zäune. Auch nicht schlecht. Dankeschön, dass ich mal reingucken dürfte. Lasst uns mal hier noch ein bisschen gucken, dass wir wirklich... Rosa Bohne. Dass wir wirklich jetzt halt hier mal sammeln. Na, ich verliere auf jeden Fall auch Energie, ne? Da muss man dran denken. Energie war schon immer. Finde ich auch in Ordnung, ne? Irgendwo soll halt mal Schluss sein. Ansonsten kannst du ja hier Ewigkeiten umeinander hüpfen. Gib mir mein Holz. Und? Okay, also die Axt hat bloß noch einen Schlag. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Ich weiß bloß nicht, wo ich Steine herkriege. Ich weiß, dass hier immer Steine rumlagen und Kohle und sowas, aber das ist jetzt halt nichts, ne? Oh, da hinten vielleicht. Nee. Meine Energie geht auch weiter runter. So, wir sind hier. Jetzt kann ich im Grunde... Drücke F um das... und das Raster gab es damals auch nicht. Das gab es damals auch nicht. Ich mache jetzt halt einfach mal hier... Ich mache jetzt einfach mal hier so Dinger hin, wo ich was einpflanzen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich Samen habe, aber ich glaube nicht. Viermal, fünfmal. Machen wir es halt einfach mal hier an der Hauswand entlang. Ist so egal. Kann man später ja noch ändern. So, was ist C eigentlich? Ist ein Kalender. Wir haben hier Pops Spezialwarenladen. Hole dir besondere Gegenstände im Geschäft von Pop, dem Reisenden in der Stadt. Und hier haben wir Frühlingsfest. Das Frühlingsfest ist nach Rosewoodville gekommen. Geh in die Stadt, sammle alle versteckten Ostereier und gewinne einen exklusiven Dekorationsgegenstand. So, aktuell ist nix. Deswegen, Moment. Schauen wir mal rein. Nee, wir haben einfach nur... Zeug. Drücke E. So, dann gehen wir mal an den Alchemietisch. Gegenstände auf den Tisch legen. So. Nimm und platziere in den oberen Slots quasi deine Pflanzen. Also um eine
einen Trank zu kreieren, musst du mindestens 3 Pflanzen mischen. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich da... wenn du erstmal fertig bist, dann schließe das Inventar, um deine Portion, deinen Trank zu machen. Okay. Ich denke mal, dass das jetzt für den Anfang noch egal ist. Bin mal gespannt. Wir haben einen neuen Heiltrank kreiert oder einen neuen Trank. Meisterschaft 52,5. Okay, das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel auch die 3 hier machen. Nice. So, es brubbelt. Neuer Trank kreiert Heiltrank Qualität normal. Für 75 kann ich den dann verkaufen. Schnelles Auffüllen geht da nicht. Okay. Moment, wenn ich das jetzt halt mache. Es sind quasi nur die 2, ne? 55, okay. Wenn ich jetzt halt hier Gegenstände auf den Tisch legen mache und schmeiße im Grunde die 3 zumachen, kann ich dann schnelles Auffüllen machen? Nein. Oh. Habe ich nur 2 erwischt? Jetzt halt? Nee, das geht nicht. Jawohl, Qualität normal. Ich denke mal, dass man hier mit der Meisterschaft eben dann auch besser wird, ne? So, gehen wir mal aufs Journal. Gratulation, du hast deine ersten Trank gebraut. Pflanzen können 3 von... Can't be of 3... Also, Pflanzen können 1 von 3 Elementen sein. Salz, Sulfur und Mercury. Fällt mir jetzt nicht ein. Das Resultat der Tränke ist natürlich abhängig von diesen Zutaten hier. Oh, die Reihenfolge, wie man die Pflanzen in den Topf schmeißt, werden einen Effekt haben auf das Resultat. Also das sollte man nicht vergessen. Hab keine Angst vorm Experimentieren. Mit allen möglichen Kombinationen, um neue Rezepte freizuschalten. Okay, Shopkeeping. Now that you know the building of potion, it's time to learn how to put your creation up for sale. Okay, jetzt müssen wir natürlich lernen, wie können wir das Zeug eigentlich auch verkaufen. So, es ist eine gute Idee, einiges auf Lager zu haben, bevor du deinen Shop öffnest. Next to the counter you will see an exhibitor, also... nahe zu deinem Platz willst du einen Händler sehen? Geh hin. Ach nee, den Tisch. Ein Handelstisch quasi. So, drücke E zum Interagieren. Drag and drop the item you want to sell in some of these 3. Okay, also schmeiß das, was du verkaufen möchtest, in eins dieser 3 Dinger hier. Okay. Du kannst mehrere Teile, das ging damals auch nicht, da konnte man immer nur 1 platzieren und nicht 3 auf einmal. Jetzt habe ich es halt immer so gemacht. Oh, warte mal. Wir können natürlich den raus tun und könnten den da auch mit reinschmeißen, oder? Ah, jetzt. Genau, ich kann quasi alle beide. So, und ich kann, glaube ich, sogar Holz verkaufen. Ja. Machen wir 5. Zack. Und ich kann auch Pflanzen verkaufen. Ich tue mal den nochmal raus. Zack. Alles klar. Schließ das Inventar. Alles klar. Hab immer etwas auf dem Tisch, um es zu zeigen.
Und das ist gut, um unterschiedliche Sachen in deinem Shop eben zu haben. So. Wenn du deinen Shop öffnest mit nur einem Artikel quasi in deinem Ding, dann willst du quasi ja leere Regale haben und die Kunden, die werden quasi etwas säuerlich sein und halt gehen. Ja, also ich habe ja im Grunde drei Sachen platziert, ne? Wir haben das Holz, den Heiltrank und die Pflanze. Genau, also du kannst auch Pflanzen und Mineralien oder sowas oder halt Bausachen positionieren. Okay. Okay, Glückwunsch, du kannst jetzt deinen Store öffnen. Ich soll die Ring bellen, also die Glocke läuten. From now on, it's up to you. Okay. Tutorial complete. Also ab jetzt ist es im Grunde in unserem Ermessen, wie wir handeln. So. Shop Variety ist auf jeden Fall gut. Okay, da kann ich nichts verstellen. Daily Sales, okay. Ich würde sagen, wir gehen erst... Oh, da geht's ja nochmal runter. Da kann man ja richtig Lager reinbauen. Das ist ja auch... Oh, richtig Lager reinbauen. Das ist ja auch cool. So, ich würde aber sagen, wir gehen erstmal schlafen. Willst du den Tag beenden und ins Bett gehen? Ja, das will ich. Heutige Ladeneinnahme 0. Jawohl, ja 1, Dienstag 2, Frühling. Alles klar, ich würde sagen, kann ich da drüber hopsen? Schade, nein, kann ich nicht. Wir schauen uns mal wieder draußen um, bevor ich jetzt den Laden öffne. Weil wir brauchen ja noch ein paar Sachen. Oh, Rosen. Neue Pflanze entdeckt. Sind das auch Pflanzen? Nein. Das ist nix. Da drüben haben wir nochmal. Ist heute Rosentag? Das ist aber zum Abbauen. Bestimmt. Nein? Oh Mann, ist das dann eine Höhle oder sowas? Weil ich habe vorhin das Gefühl gehabt, dass ich eine Höhle gesehen habe. Da haben wir nochmal Rosen. Hallo? Habe ich die jetzt eingesammelt? Ja. Diesmal hat es wohl nicht gepoppt. Poppen ist schöner. Poppen gefällt mir. Was ich noch nicht verstehe, ist das da. Aber ich denke mal, dass es wirklich damit zusammenhängt, dass es vielleicht eine Höhle gibt, in die man rein muss. Jetzt dachte ich, da ist ein Galgen. So, da geht's ja in die City. Schauen wir uns erst einmal noch hier auf dem eigenen Land um. Also wenn, dann zerstören wir die Nachbarschaft, ne? Okay. Laufen wir mal rüber wieder. Ob in die City. Besser gesagt, ich schaue mich halt hier noch um, dass ich noch mehr Pflanzen finde, ne? Ist klar. Ich weiß auch, dass es noch so eine Art Sumpfgebiet gab. Ah, okay, jetzt weiß ich, warum ich die ganze Zeit renne. Ich
bin wahrscheinlich, weil ich da reingerannt bin in den Übergang, hat sich das irgendwie festgebackt. Ah, da vorne haben wir nochmal Pflanzen. Alles einsammeln. Heute ist wirklich Rosentag, oder? Vielleicht ist es so ein bisschen abhängig vom Wetter. Ah. Da ist eine Mühle. Also ich weiß, dass ich, dass da noch mal ein Gebiet war. Es kann natürlich sein, dass es vielleicht erst öffnet, wenn man was Bestimmtes geschafft hat, erreicht hat oder so. Geht's da hinten vielleicht durch? Nein. Kann ja sein, dass es versteckt haben mittlerweile, ne? Oder vielleicht muss ich da auch irgendwo hochspringen. Nee, ne? Vielleicht geht's da hinten weiter, weil da läuft ein Weg entlang. Nee. Da läuft man eigentlich nur ringsrum. Ich bin mir aber sicher, dass man da noch irgendwo anders hinkommt. Und die Dinger kann man echt nicht sammeln, ne? Den Baum habe ich gefällt. Das wird wahrscheinlich halt eine Zeit lang brauchen, bis das wieder hochgeht. Kann man hier rein? Mit E? Nee, ne? Nee. Also ich wüsste jetzt auch nicht, vielleicht da hinten? Nee, das führt auch wieder nur davor. Da ist kein Durchgang. Okay. Dann sorry für das ewige Rumgerenne. Weil hier geht's ja nach Haus. Na, ich habe ja noch gar kein Geld, ne? Kann ja nichts verkaufen. Samen kann ich auch nicht kaufen. Also, ab nach Haus geht's wieder. Dann verkaufen wir eben mal. Ich muss trotzdem hier auch noch ein bisschen umschauen. Vielleicht gibt es hier auch noch einen anderen Weg nach außen. Das kann ja auch sein. Dahinter zum Beispiel. Nee. Aber da steht eine Blume rum. Oder? Nee, hätte ich jetzt gedacht. Schade. Da waren wir auch. Ah, da hinten ist eine Höhle. Die habe ich gesehen vorhin. Das sind natürlich auch noch einiges an Pflanzen. Schauen wir mal. Mal gucken. Ah, es geht auf jeden Fall rein. Und da geht's raus. Ich rechne jetzt nicht damit, dass wir irgendwelche gefährlichen Gegner oder sowas haben, aber ich find's cool, dass die jetzt halt Höhlen mit rein haben. Nice. Es gibt Metall. Cool. Benutze eine Spitzhacke, ja, ist okay. Steinerz ist ein bisschen leichter anscheinend abzubauen.
Da bin ich mal gespannt. Okay, es ging auch. Aber jetzt habe ich nicht mehr genug Ausdauer wahrscheinlich, ne? Naja. Du bist müde geschlafen. Nice, okay. Wahrscheinlich kann ich deswegen jetzt halt auch nicht mehr schnell rennen. Zum Glück kann ich noch springen. Und wir sind schon wieder bei über einer halben Stunde. Das ist schon abartig. Also wenn ein Spiel irgendwie Spaß macht, vor allem gerade wenn man es neu spielt oder wieder spielt, dann vergeht die Zeit halt echt ohne Ende, ne? So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zurück. Und machen dann quasi, ich mache auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal einen Part, vielleicht auch 3, 4. Muss ich mal gucken, je nachdem wie es läuft. Beim Angezockt habe ich 4 gemacht. Vielleicht waren es ja jetzt halt auch nochmal 4. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr von dem Spiel haltet. 5000 kostet der Boden. Der 4000, oh. Ja, es wird von hier vorne nach da hinten wird's immer teurer. Na gut, ja, sagt mal, was ihr von dem Spiel haltet. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.